Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute auf Minen unterwegs mit dem BT-7. Ja, da gilt es für die schnellen Panzer sofort auf den Berg, wenn möglich. Die haben einige, und zwar sehr viele, gerade die Lux. Da muss man natürlich gucken, wenn ich da hinterher alleine stehe, dann bringt mir das auch nichts, dann fahre ich auch nicht ganz hoch. Nur anscheinend Hilfe nochmal schreien, damit vielleicht noch jemand kommt. Anscheinend wollen die Gegner nicht so. Hier habe ich es in einem Stream geschafft hochzukommen. Das ist sehr praktisch, weil man dann echt mal eben alles scoutet. Andererseits kann man auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Scheiße, ich schaff das nicht. An irgendeiner Stelle habe ich das damals geschafft. Damals, ja. Ja, da war jetzt ganz... Ja, da. Na, das ist übrigens diese komische ihr Erscheinungsbug, keine Ahnung. Ach, egal. Das liegt an Fraps. Das habe ich nirgendwo, außer mit Fraps. Das hat mich auch so ein bisschen verwundert. Gewundert, weil ich halt ja Fraps schon etwas länger habe. Nur das Problem hatte ich noch nie. Oder was ist, ist ja kein Problem, sieht halt nur etwas komisch aus manchmal. Warum ist der jetzt nicht tot? Ich will aber, dass der tot ist. Naja, die Map finde ich übrigens immer noch sehr geil, also es ist eine meiner Favoriten Maps seit eh und je. Und ich finde, das war sie schon immer. Also ich finde, die ist einfach irre geil gemacht. Früher war die etwas verrucht wegen dem Werk, das heißt, wenn die Gegner zu viele Mediums haben oder das eigene Team zu viele Mediums hat, dann hat man da mal eben keine Chance mehr. Das Ganze hat sich theoretisch geändert. Mit, einem Update, ich weiß gar nicht mehr welches. Da haben die Veränderungen in den Berg reingebracht, aber ich fand, das wurde jetzt nur gesagt, der Berg fand ich, also es wurde gesagt, der Berg ist nicht mehr so relevant, aber ich hätte jetzt nichts anderes behauptet. Mit den kleinen Panzern schieße ich auch oft mit Auto-Aim, um einfach schneller agieren zu können. Gerade beim Fahren ist es halt recht praktisch. Toll. Ich habe kein Reparier-Kit dabei. Die habe ich übrigens nie dabei mit dem Panzer. Ich war gestern nämlich immer einzubauen. Das ist jetzt hier gerade richtig doof. Da wird auch noch ein Gameplay kommen hier mit... Nein! Mit dem Teil, wo ich einen schönen Krieger mache. Und zwar mit 9 Kills. Das war eine der epischsten Runden, die ich jemals mit dem Teil hier hatte. Die jetzt nicht, sondern die 9 Kills Runde. Aber naja, da zeigt es sich schon wieder, ja, wer den Berg hat, gewinnt. Und das finde ich ist immer noch so. Aber ich finde, also man kann das einfach noch gut ausspielen. Ich mag die Map eigentlich mit allen Panzern, außer mit dem T95. Weil dann ist man halt echt nur hinten dran am Campen. Aber mit Arti ist sie richtig geil, wenn ihr den Livestream gesehen habt, dann wisst ihr weswegen. Arti Tracen ist da richtig mega. Und ja, wir starten jetzt gleich mal mit dem BT-2 noch rein. Heute mal wieder 2 Gefechte. Malinovka, recht weit oben. Da ist sogar die Map gut. Und ich würde sagen, Min ist eine meiner Lieblingsmaps. Die hat mir bis jetzt immer am meisten Spaß gemacht. Gerade die ist auch noch eine der älteren, die mir gefallen. Klar, Himmelsdorf, ich meine, wem gefällt das nicht? Aber zum Beispiel hier die Map, die ist schon grenzwertig, würde ich fast sagen. Muss ich mal Begegnungsgefechte wieder rausnehmen, weil ich die ungern spiele, wenn ich alleine bin. Und Angriff geht gar nicht, also nachdem wir da gestern, ich weiß nicht, zweimal hier auf Angriff hatten. Das, also ich finde einfach, der Angriffmodus ist auf vielen Maps verkackt. Aber naja.
Zum Thema Livestream, ja, ich habe jetzt Premium XSplit und dann sollte die Audioqualität etwas besser oder sehr viel besser sein. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht ausprobiert, werde das aber gleich mal machen und um 20 Uhr geht es dann los bis 21 Uhr mit Livestream, ja. Super. Ich scheine wohl der Einzige zu sein, der den Mumm hat, darüber zu fahren. Das, ich dachte schon, das wäre ein MS-1. Boah, jetzt hör, fang doch mal an zu aimen. Braucht doch nicht 10 Jahre. Alter, der schießt aber hoch. Schießt drüber. Also sonst habe ich das... So oft habe ich das... Ah, jetzt hätte er getroffen. Naja. Ist kein Snipe-Banzer. Obwohl, geht eigentlich. Ah, der Kreis ist einfach zu riesig und der braucht relativ lange, bis er überhaupt anfängt, klein zu werden. Aber was halt ganz cool ist, ist die gleiche Wumme wie beim BT-7. Das heißt, man kann hiermit sehr, sehr viel reißen. Aber er ist um einiges un... Also er ist... Na, also viel, viel... Aber der BT-7 ist viel, viel wendiger. Ich glaube, der hat allein schon 10... Wie sind das Grad? Ich glaube, 10 Grad mehr. Also, die er schneller dreht. Das ist, finde ich sehr, sehr praktisch. Auch mit dem Turm, der dreht schneller. Und ich finde hier, wenn man jetzt hier so die Kurve fährt und auf meine Kamera achtet, bleibt er echt fast stehen. Und das ist ja für diese Art von Panzer, finde ich, relativ unpraktisch. Deswegen fahre ich den IS-7. BT-7 eigentlich lieber. Aber BT-2 ist eigentlich genauso okay. Ich glaube, ich reiß mir gleich mein Headset hier irgendwo raus. Genau. So, ja. 2-2. Hä? Gab's jetzt auf jeder Seite einen Teamkiller oder was? Ja, da regt sich wohl jemand auf. Läuft. An sich spiele ich gar nicht, obwohl doch in letzter Zeit spiele ich relativ viel kleiner hier. Wenn mir die eigentlich am meisten Spaß machen. Schnell halten zwar nichts aus, aber machen halt Damage. Und ja, ich finde das... Das macht in letzter Zeit halt so Spaß. Schnell sein, zwar nichts aushalten, da muss man ein bisschen so spielen, dass halt der Gegner eigentlich trifft. Aber halt schön mal abräumen. Alter, ey, was haben wir eigentlich schon wieder für ein Teamkiller-Team? Ist ja echt schlimm. Aber das finde ich sowieso ziemlich extrem. Also es wird echt wenig so hier auf dem Berg gefahren. Aber andererseits natürlich sind es hauptsächlich, würde ich fast sagen, Anfänger. Fehlt da nicht eigentlich eine Tür? Ist das nicht der Eingang? Das ist doch der Eingang. Oder nee, oder ist es nur der Glockenturm? Kann natürlich auch sein. Nee, es ist der Eingang. Der Eingang und die... Doch, der Eingang ohne Tür. Doch, der Eingang. Doch, es hört sich so komisch an. Ich glaube, es ist aber richtig. Ein Screenie. Ist natürlich nicht so geil. Naja, vielleicht stecken da ein paar Leute drin. Die wollten sich da verschanzen, haben wir gleich gedacht, ja, vor uns noch was passiert, mauern wir mal gleich die ganze Tür zu. Dann läuft das. Na, es kann theoretisch noch was werden, wenn ich, wenn, ah, da, schön. Bremsen. So, der scheint ja AFK zu sein. Das ist sehr doof. Das ist ganz, ganz doof. Ach du Scheiße. Als ob ich das Teil treffe. Schieße so schon daneben genug. Ich glaube, hier habe ich auch keine so gute Crew wie... also vergleichsweise zum BT-7. Weil ich den BT-2 halt noch nicht so oft habe. Ich bin mir auch eigentlich nur gekauft, weil ich gehört habe, der ist... nice. Und weil ich gesehen habe, dass ein paar Leute richtig viel mitreißen können. Oh,
Boah, ist aber hier nicht Aiming, also muss ja echt eine Scheißschule sein. Ach, das ist ein. Der sieht. Ist, diese Chinesen da, die sind echte. Nachbauer. Ja, okay, die kaufen. Haben ja das Geld, die kaufen sich dann einfach alles. Oder einfach die Pläne halt. Ja, perfekt. Eigentlich will ich jetzt unkennen campen, aber ich mach's einfach. Rausfahren ist tot. Ich meine, so viel wie da unten wahrscheinlich noch steht. Hier kann ich mich noch halbwegs hinter die Häuser verziehen. So, noch zwei Schuss. Shit, der kam nochmal durch. Ja, komm. Was ich gerade bemerke, hier habe ich das Rap-Kit dabei. Oh man, das war jetzt übelster Fail. Der hat nicht schon wieder ernsthaft mein Ammo. Shit. Naja, kann man nichts machen. Alter, der ist relativ Ammo anfällig. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Also, nicht vom Spieler, sondern nicht gut, sag ich mal so. Das ist nicht... Aber okay, er kann ja... Vielleicht weiß er noch nicht, dass man Freunde nicht killen darf. Das wäre aber auch ein bisschen doof, wenn das nicht weit. Naja. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In einer halben Stunde geht der Stream los. Oder jetzt um 20 Uhr halt. Und ich hoffe, man sieht dich. Tüdelö.